Hallo zusammen, wenn meine Videos erfolgt hat, da weiß ich ja schon mal einen Trickfilm reingesetzt, die Pritz. So wie ihr es hier lesen könnt. Und das sind diese Figuren. Die habe ich in den 70er Jahren gezeichnet und in den 90er hatte ich eine Super 8 Kamera. Da habe ich die Bild für Bild aufgenommen und so einen Trickfilm zusammengestellt. Irgendwann hatte ich eine Videokamera, da habe ich das Ganze von der Leinwand abgefilmt. Jetzt habe ich keine Videokamera mehr, kein Videorekorder, jetzt habe ich eine Digitalkamera und da habe ich das Ganze nochmal vom Fernseher abgefilmt und auch hier reingesetzt. Und die Qualität lässt leider zu wünschen übrig. Und jetzt kam ich auf die Idee, alles nochmal neu zu machen, digital, also Bild für Bild einscannen, bearbeiten und dann zusammenfügen. So, und hier seht ihr noch mein HJS-Zeichen, das habe ich schon lange. Das hat mir mein Onkel hat mir mal die Idee gegeben, weil ich immer gezeichnet habe, dass ich das drunter setze als meine Unterschrift. Das H ist mein Vorname Hans, das J steht für Joachim und das S ist halt mein Nachname, den ich jetzt nicht verraten will. So, nun aber los. Ich zeige euch jetzt, wie ich das alles digital gemacht habe. Viel Spaß dabei. Hier seht ihr erstmal einen Stapel Bilder. Da habe ich ca. 400 von gezeichnet. Und ganz oben drauf natürlich mein berühmtes HJS-Zeichen. Ist also ein ganz schöner Packen. Das menschliche Auge nimmt ca. 24 Bilder in der Sekunde wahr. Also muss ich auch Bild für Bild eine andere Bewegung malen. Ich habe natürlich auch Augenzwinkern eingefügt, weil wir zwinkern ja auch mit den Augen. Und wenn er hinguckt, dann seht er, dass jedes Bild hat irgendwie eine andere Bewegung. Und wenn man das zusammensetzt, wenn es dann abläuft, dann sieht es aus, als wenn dieses Objekt lebt. So, hier habe ich schon mal den Scanner bereitgestellt, mit dem ich die ganzen Dinge einscanne. Das wird natürlich dauern, hat auch gedauert. Und daneben ist mein Laptop, mit dem ich das Ganze dann bearbeiten werde. Und das Ganze mache ich mit dem Movie Maker, den man kostenlos runterladen kann. Gibt leider keine Updates dafür mehr. Jetzt muss ich erstmal ein Bild hochladen, damit ich auf die anderen Reiter da oben komme. Ich gehe jetzt auf Bearbeiten, da wo es rot ist. Und dann geht es natürlich weiter. Jetzt klicke ich da drauf, dann öffnet sich ein anderes Menü oben. Unten, da unten seht ihr schon die Zahl 7. Und da gehe ich erstmal drauf, das zeige ich, was ich damit machen kann. Da kann man nämlich die Zeit einstellen, wie lange das Bild laufen soll. Und das werde ich jetzt mal verändern, indem ich rechts auf den Pfeil klicke. Und jetzt kann ich mir auswählen, da nehme ich zum Beispiel die 2. Man kann aber auch selber oben eine Zahl reinschreiben, die man haben möchte. So, jetzt habe ich hier die 2. Jetzt zeige ich euch mal ein paar Puts mit verschiedenen Bewegungszeiten. Für die Demonstration habe ich immer 4 Bilder genommen und das in verschiedenen Zeiten aufgenommen. Einmal mit 7,0, dann mit 0,5, dann mit 0,2 und zum Schluss mit 0,08. Ja, mit 7,0, das dauert, denke ich mal, 7 Sekunden, soll das heißen. Gehe ich mal von aus, das dauert natürlich lange. Da hat man jetzt eine Bewegung gesehen, bloß halt nicht flüssig, weil das Ganze halt eben zu langsam ist. Wir müssen ausprobieren, welche Zeit am besten passt, was ich auch gemacht habe und das seht ihr nachher auch noch. Zack, wieder eine Bewegung, aber wie gesagt, mit 7,0, das ist zu langsam für einen Zeichentrickfilm. Und nun zeige ich es euch mal mit 0,5. Hier sind die Bewegungen schon zackiger, aber noch nicht richtig flüssig. Und nun mit 0,2. Ja, wie ihr seht, hier kommen der Sachen ist schon langsam näher. Jetzt mit 0,08 und das habe ich für die meisten Bewegungen auch genutzt. Inzwischen habe ich alle Bilder eingescannt, nummeriert und abgespeichert in unterschiedlichen Taschen. Hier seht ihr das nochmal gleich in groß, haben wir extra große Symbole gemacht. Ja, und jetzt kann ich anfangen, den Film zu bearbeiten. Die ganzen Bilder einscannen hat natürlich gedauert, aber auch sehr mühevoll. Und das zeige ich euch jetzt mal anhand von den Programmbildern des Scanners. Gehe ich bei meinem Drucker auf den Menüpunkt Scan, dann erscheint dieses Bild. Als nächstes entferne ich den Haken in dem Kästchen. Nun gehe ich auf das Kästchen Vorschau. Jetzt brauche ich gar nichts machen. Der Scanner zieht sich automatisch das eingelegte Bild rein und scannt es. Da die Ränder nicht ganz passen, so wie ich es haben will, muss ich sie selber zurechtziehen mit den Hilfslinien. Jetzt habe ich unten schon mal praktisch paarig mit dem Bild, also mit dem Blatt. Und jetzt mache ich das noch links an der Seite, wie ihr hier sehen könnt. Habe ich das Bild passend, so wie ich es haben will, dann gehe ich auf Scannen. Jetzt wird das Bild eingelesen. Da brauche ich noch nichts machen, das macht der Scanner und der Rechner ganz alleine. Wenn dieses Bild erscheint,
klicke ich einfach auf Weiter. Es öffnet sich dann dieses Bild, wo ich dann oben drauf klicke. Da kann ich dann einen Namen geben. Da wo der Kreis ist, da seht ihr das, da klicke ich dann drauf. Und dann habe ich ein freies Feld und dort kann ich dann beliebigen Namen für die Datei eingeben. Hier seht ihr das nochmal rot eingekreist, damit ihr genau wisst, an welcher Stelle ich meine. So, hier habe ich schon Namen eingegeben, H4, ganz einfach. Nochmal zur Verdeutlichung mit dem roten Kreis oben. Und anschließend drücke ich ganz einfach auf Enter und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt brauche ich nur noch auf Importieren drücken und den Rest, den macht der Rechner von ganz allein. Hier verarbeitet er das Bild nochmal, macht es richtig auf dem Rechner und zeigt mir auch, wo er es hingepackt hat. So, jetzt habt ihr erstmal einen Eindruck gekriegt, was das für eine Arbeit war, alles zu machen. Ihr seht ja den Stapel Bilder hier. Ich glaube, ich habe circa 20 Stunden dran gesessen, jedes Bild einzeln einzuscannen. Und da ich leider meinen Scanner nicht ein paar Einstellungen machen kann, dass es immer in der gleichen Ecke einscannt, musste ich immer selber noch die Linien hinschieben, dass das Bild genau passend ist. War schon eine harte Arbeit. Doch gelohnt hat sich die ganze Mühe. Und das Ganze, das zeige ich euch jetzt gleich. Ich habe da mal so eine Szene rausgesucht. Einmal, wie es mit der Digitalkamera vom Fernseher aufgenommen habe und das gleiche, wie sie jetzt digital aussieht, wie ich es am Rechner gezaubert habe. Das zeige ich euch jetzt. Schaut euch mal die Unterschiede an. Hier seht ihr das Ganze nochmal, wie es aussieht, wo ich es mit der Digitalkamera vom Fernseher aufgenommen habe, was ich auch hier schon bei YouTube reingesetzt habe. Und gleich sieht er mal das andere. So, und hier seht ihr das, das mit eingescannten Bildern beweglich gemacht, also digital jetzt ganz andere, bessere, viel bessere Qualität, finde ich. Jetzt muss ich nur noch vertonen und ich hoffe, dass ich das auch gut hinkriege. Jetzt habt ihr mitgekriegt, was das für ein Aufwand und für eine Arbeit ist, die ich mir aufgeheizt habe. Aber im Endeffekt hat sich die gelohnt. Jetzt seht ihr hier noch ein paar einzelne Bilder, während ich euch was erzähle, von dem Pritz aus dem Trickfilm halt raus. Ja, die Qualität finde ich jetzt viel besser als vorher. Ich denke, ihr auch. Und während des Videos habe ich eine Info, wo ihr den Film auch findet, wo ihr euch den komplett angucken könnt. Ansonsten packe ich nochmal am Ende des Videos, dieses Filmes hier, eine Info hin. Ansonsten bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen, für das Interesse. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, euch bald wieder zu sehen, in Anführungsstrichen. Vergesst bitte nicht, einen Kommentar abzugeben, Daumen nach oben und ein Abo, das wäre auch wirklich sehr nett. Dann sage ich erstmal Tschüss, euer HJS-Man und bis zum nächsten Mal.